Ich hoffe, ihr euch noch erinnert, das letzte Mal, da bastelte die Erika mit ihren Kindern noch mit diesen Löwenzahnblumen, mit den Stängeln davon. Sie machten so Ringe und Ketten und auch so Brillen, die man aufsetzen konnte. Gell, ihr erinnert euch noch? Ja. Gut, das war in der schönen Sommerszeit damals. Wir alle haben uns daran gewöhnt, dass Bilder von weit her zu uns nach Hause kommen. Wir wissen, dass eine Kamera dazugehört und ein Sender. Aber wie entsteht eigentlich so ein Fernsehbild? Und wie kommt es auf unserem Bildschirm? Diesmal, da basteln sie nicht mit Löwenzahnstängeln, sondern mit Kastanien und Nüssen. Ihr seht daraus, der Sommer ist vergangen und der Sprecher im Fernsehstudio vor der Kamera. Die ich euch nannte, aber das wisst ihr ja selbst. Habt ihr nun auch schon fleißig Kastanien gesammelt, Nüsse? Der Kameramann sieht das Bild so. Eigentlich anfangen mit unserer Bastelei. Und Erika mit ihren Kindern wird euch zeigen, wie es gemacht wird. Passt schön auf, dass ihr es zu Hause auch... Verfolgen wir einmal den Weg des Bildes. Zunächst erfassen es die Objektive der Kamera, wie bei einem Fotoapparat. Aber dann, im Inneren der Kamera, ist alles anders. Eine solche Kamera ist ein sehr kompliziertes Gerät. Das Kernstück ist die Bildabtaströhre. Das Bild kommt durch das Objektiv in das Innere der Kamera, auf die Abtaströhre. Dort trifft es auf eine elektrisch geladene Schicht, die es auf diese Scheibe weitergibt. Das optische Bild verwandelt sich also in ein elektronisches, für unsere Augen unsichtbares Bild. Dieses elektronische Bild wird jetzt mit einem Elektronenstrahl abgetastet, Punkt für Punkt, auf 625 Zeilen. Denn nur aufgelöst in Einzelpunkte lässt sich ein Bild übertragen. So sieht es vereinfacht, vergrößert und verlangsamt aus. In Wirklichkeit wird das Bild in einer einzigen Sekunde 25 Mal abgetastet. Jetzt zurück ins Studio. Gott, alle miteinander. In der Regel nehmen drei Kameras gleichzeitig auf, die nach Anweisung des Regisseurs ihre Objektive und den Standort wechseln und auch während der Aufnahmen rückwärts oder vorwärts fahren. Aus was wollen wir die denn machen? Aus Kastanien. Ihr habt ja sicher auch zu Hause alle schon einen Korb mit Kastanien, denn jetzt fallen sie gerade noch vom Baum herunter, gell? Und dann sammelt man sich's gern und schaut's auch gerne mal nur an und spielt damit, wie mit Spielsachen. Aber unsere Kinder, die haben schon die Männchen vorbereitet, denn wenn wir jetzt zeigen wollten, wie das Männchen ganz von Anfang an geht, dann würden wir ein bisschen zu viel Zeit brauchen. Aber ich kann euch trotzdem sagen, wie es geht, müsst ihr halt nicht. So sieht einer der drei Kameraleute sein Bild. Muss euch da niemand helfen. Vielleicht habt ihr einen großen Bruder oder einen großen. Dieses Kamerabild geht zunächst zur Kamerakontrolle. Jede einzelne Kamera ist an ein solches Kontrollgerät angeschlossen. Die Technikerinnen sorgen für einwandfreie Bildgüte. Da müssen wir uns jetzt hineinbohren, damit wir das Männchen auch zusammensetzen können. Am besten ein Loch oben. Damit man den Kopf draufsetzen kann. Was brauchen wir jetzt noch, Dani? Den Bauch. Ja, den Bauch, das ist ja der Bauch. Von hier aus kommen die Bilder in den Regieraum. Auch hier sieht man sie nebeneinander. Oben rechts erscheint das für die Sendung ausgewählte Bild. Jetzt liegt das Bild von Kamera 3 auf Sendung. Bleiben wir zwei noch auf der Totalen. Und da stecken wir jetzt einfach... Immer noch liegt das Bild von Kamera 3 auf Sendung. Jetzt ist Kamera 1 dran. Arme, geht ganz schnell. Und hier eins mit dem Kopf. Brauchen wir noch einen Kopf? Am besten. Die nächste Station ist der Schaltraum des Fernsehstudios. Hier kommt nur mehr das Bild an, das ausgestrahlt werden soll. Also das Bild, das im Regieraum oben rechts zu sehen war. Der Schaltraum ist die Zentrale.
Hier laufen alle Leitungen aus sämtlichen Einzelstudios zusammen. Versuch doch mal. Das ist die Bildseite des Schaltraums. Und das die Tonseite. Ja, also wie gesagt, da gehört ein bisschen Geduld dazu, bis man so weit bringt, dass es stehen bleibt. Gell? Eins steht doch, dreh's einmal um, Birgit, dass man es von vorn anschauen kann. Immer wieder wird in Bild und Ton in ihrer Qualität überprüft. Ja, so. Und dein Männchen hat schon einen Hut auf. Jetzt machen wir es einfach so. Eure Männchen haben ja alle noch keinen Hut auf. Dann nehmen wir jetzt noch einmal eine Kastanie. Ihr habt schon eine da liegen. Also, das ist das Bild, das vom Regieraum hier im Schaltraum ankommt. Und das ist das Bild, das den Schaltraum des Studios verlässt. Es wandert zunächst nach nebenan, in den Schaltraum der Bundespost. In diesem kleinen Kästchen verläuft die Hoheitsgrenze zwischen dem Fernsehstudio und der Bundespost. Denn die Bundespost allein ist zuständig für die Übertragung von Bild und Ton außerhalb der Fernsehstudios. Über verschiedene Verstärkeranlagen gelangt das elektronisch umgesetzte Bild in dieses dicke Kabel, das unterirdisch zur Verteilerstelle der Post läuft. Im Keller des Postgebäudes kommt dieses Kabel an. Es führt nach oben in die technischen Kontrollräume. Der Turm geht seinen eigenen Weg, den wir aber nicht weiter verfolgen wollen. Ja, was ist jetzt mit dem Kopf? Setz mal den Hut auf den Kopf auf. Und jetzt zeig doch bitte mal alle eure Männchen, die schon einen Hut aufhaben. Eins einmal. Ja, lass mal schön stehen da auf deinem. Wir sind also immer noch bei der Bundespost. Das Bild hat nun folgende Stationen durchlaufen. Kamera. Kamerakontrolle. Bildregie. Schaltraum, Post. Aber wie geht es jetzt weiter? Die Bundesrepublik hat 8 Rundfunkanstalten. Es sind der Bayerische Rundfunk, der Süddeutsche Rundfunk, der Südwestfunk, der Saarländische Rundfunk, der Hessische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk, Radio Bremen, der Norddeutsche Rundfunk. Und dazu kommt noch der Sender Freies Berlin. Unsere Sendung wird auf Bundesebene und für Berlin ausgestrahlt. Wegen seiner zentralen Lage hat man für das Zusammenschalten und Verteilen den Hessischen Rundfunk in Frankfurt gewählt. Dort ist der Sternpunkt Frankfurt. Wie wird nun unser Bild von München nach Frankfurt übertragen? Dieser Turm der Bundespost leitet den Weitertransport ein. Vorher aber muss noch einmal verstärkt werden. Ausgangspunkt der Ausstrahlung nach Frankfurt ist der Turm mit seinen Sendeantennen. Das Fernsehen verwendet sehr kurze Wellen, die Ultrakurzwellen, die sich nur geradlinig ausbreiten. Sollen nun diese Strahlen in ganz bestimmter Richtung gehen, kann man sie bündeln, zum Beispiel mit Hilfe eines Parabolspiegels. Diese oberen Parabolspiegelantennen, hier mit einem Wetterschutz versehen, strahlen in Richtung Frankfurt. Die Erdoberfläche ist gekrümmt. Ultrakurzwellen bewegen sich aber nur geradlinig fort. Sie gehen also nach etwa 50 Kilometern in den Raum hinaus. Ein zu weit entfernt stehender Empfangsturm
könnte sie nicht aufnehmen. Deshalb braucht man zur Weiterleitung Zwischentürme, die man Relaisstationen nennt. Solche Relaisstationen stehen über das ganze Land verteilt, meist auf Bergen oder Anhöhen. Türme sind bis zu 100 Meter hoch. Hier ist die Empfangsantenne. Und nach einer Verstärkung sendet diese Antenne weiter. So also vollzieht sich die Bildübertragung auf den Richtfunkstrecken nach Frankfurt. Jetzt ist das Bild beim Sternpunkt Frankfurt. Von hier aus wird es über weitere Richtfunkstrecken auf die übrigen Sender im Bundesgebiet verteilt. Auch das Studio, das die Sendung herstellt, erhält auf diesem Wege sein Bild wieder zurück. Die Endstation dieser Richtfunkstrecke ist wieder der Verteilerturm der Post in München. Die Post gibt das Bild wieder an den Schaltraum des Fernsehstudios zurück. Hier wird es, nach seinem langen Weg, nochmals kontrolliert. Zwischen Abgang und Ankunft des Bildes geht kaum Zeit verloren, denn das elektronische Bild legt alle Wege mit Lichtgeschwindigkeit zurück. Nun haben alle Rundfunkanstalten das Bild zur Verfügung. Damit es die Fernsehzuschauer sehen können, muss es von Sendern ausgestrahlt werden. Und zwar gestreut über weite Räume hinweg. So wird zum Beispiel Bayern von verschiedenen Sendern aus versorgt. Die Weiterleitung zu den Sendern geht über diese Parabolspiegelantennen. Diese hier, der Sender Wendelstein am Nordrand der Alpen, kann aufgrund seiner Lage ein großes Gebiet versorgen. Der empfangende Parabolspiegel steht unter Dach. Geschützt gegen Witterungseinflüsse. Von hier laufen Kabel, streckenweise durch einen Schacht im Innern des Berges, hinunter zum Sendergebäude. Hier wird nochmals kontrolliert. Zum letzten Mal. Und an dem Busch, da hängen lauter kleine Früchte dran. Und da fällt dem Männchen ein Lied ein von diesen kleinen Früchten. Ich glaube, das kennt ihr auch alle. Könnt ihr eigentlich nicht singen vom Männlein, das im Walde steht, ja? Also singt ihr da mal ganz laut, so dass unsere Kinder wirklich mitsingen können. Denn das kann ja jeder, das kennt ihr, das bestimmt alle miteinander. Also geht's los. Auch verstärkt wird noch einmal, zum letzten Mal. Die Ausstrahlung aber erfolgt auf dem Gipfel des Berges. Vom Sendemast aus.
meiner hat schon. Ein langer Weg, den das Fernsehbild zurücklegt. Über viele Umwege und Zwischenstationen. Und wir sehen das Bild trotzdem in dem Augenblick, in dem es entsteht. Da sitzen wir vor unserem Fernsehgerät, drücken auf Tasten und drehen an Knöpfen. Das, was dahinter steckt, nehmen wir als ganz selbstverständlich hin.